my brow and I sweat in my rust. I'm breathing in the chemicals. So, wieder zurück in Logos Point. Jetzt sind wir gleich mal so weit gepirscht, dass ihr ein erstes Tier habt. Wollen wir jetzt immer so machen gleich. Und ja. Werde ich mal zum Schuss übergehen. Aber es ist nur eins, ne? Ich sehe jetzt nicht noch ein zweites oder was. Ne, ist nur eins und. Gut, dann gehe ich dann im Hunter-Score-Level höher wenigstens noch. So, jetzt sieht's breit. Jetzt werde ich gleich, wenn's stehen bleibt, werde ich schießen. Ja, 243er. Jetzt. 3, 2, 1. Was war das denn? Geht getroffen das? Hast. Ja, ich weiß, aber geht das mit dem Lungentreffer echt so weit? Ja. Ich meine eigentlich, die liegen da immer die Maultier. Hirscher. Ja. Okay. Na dann. Eben nicht. Also mit der 243er nicht. Nicht gleich. Okay. Lungenherz doch. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Lungenherz war. Ich bin etwas nach unten abgekommen, meine ich. Ah, hier oben rechts ist es hoch. Mhm. Aber schweißt gut, das liegt hier gleich. Eine Lunge durchbohrt, okay. Ja, weiß auch nicht, weil ich so spitzblöd stand. Das breit, da hätte ich, denke ich mal, alle beide erwischt. Oder das Herz noch mit. Oh, es kommt aber wirklich sehr weit. Ja, die sind. Ist wieder Schweiß. Die sind aber echt sehr schusshart, ne? Mhm, das ist so. Na gut, ich sag mal so, die Waffe ist auch ein kleines Kaliber jetzt, ne? Ja, aber normal bei Lungenschuss. Ah ja, läuft das nicht so weit. Ah, liegt's im Wundbett bei mir? Ne, bei mir ist es tot. Okay. Ja, rechte Lunge. Komisch. Ja, weil 100 Mul der. Weiter in den Kampf. Ich denke mal, am Hochsitz oben werden wir das nächste Wild sehen. Glaube ich auch. Mhm. Spuren sind schon da. Ah, ich call gleich mal Schweine. Ach, Kojote flüchtend. Mhm. Mhm. Genau in die Spitze runter. Vielleicht sehen wir ja noch von hier. Den siehst du nicht mehr. Hier ist er. Nee. Hier ist er lang, doch hier. Bei mir ist er, na, ich weiß, wo er steht. Der wird gerade hier drüben auf beim Stand. Oh, ich sehe ihn nicht. Ich sehe. Oh, jetzt geht er, ab da drüben. Nein! Jetzt ist er weg. Da drüben stand er eben. Der will zum Haus jetzt flüchten, oder? Nein, der ist schräg. Der ist schräg rechts durch die Deckung und weg. Mann. Ich habe dich zu spät gesehen. Ich habe jetzt bloß die Fährte geguckt und dann, wo ich ungefähr lang ging und dann. Die ging da drüben zu dem Bus und ich guck dann und denk, oh, das ist doch was. Und da wo ich wollte gerade anlegen und dann ging er ab. Ich hab nicht mehr reingekriegt. Der war ja so schnell in das Stück Wald da drin, da hast du keine Chance gehabt. Ja, ist die Spur, ja. Aber ja, vielleicht habe ich schon auf dem Hochsitz. Vielleicht, hoffen wir mal. Mhm. Ist ja kacke. Ich sehe ihn schon und schieße ihn noch nicht mal. Wenn er stehen geblieben wäre, hätte ich ihn bestimmt gehabt. Und dann hätte ich auch noch Zeit gehabt zum Hinlegen und alles. Naja, klar. Also ich war ja jetzt so rasch, ich habe bloß gesehen, es geht ein heller Fleck. Ich bin bloß hoch mit der Waffe, denke ich, ab. Da habe ich nicht mehr reingekriegt. Der ist, innerhalb von ein paar Sekunden war der rechts in dem Stück Wald drin, was da ist, die ganzen Bäume und alles, war drin und da ist kein Song drin. Ich hab den dann nicht mehr durch die Blätter und alles gesehen und dann. Scheiße. Verwildertes Schwein. Männlich? Nein, weiblich. Die Spuren vor 1 bis 40 Minuten. Oh. Ich hab grad gecallt. Ja, weiblich, ja. Hab ich die Pferde gefunden. Aber die ziehen so links runter Richtung das eine Wasserloch, was da links ist. Naja. Das ist auch noch recht hoch. Alles gut. Ich hoffe, dass wir den Kojoten erwischen. Ah, mal schauen. Ich weiß gar nicht, habe ich die Bockflinte eigentlich eingepackt jetzt? Ich glaube, ich habe sie ausgepackt wieder. Na egal. Ich habe sie drinne. Ich habe damit, glaube ich, 68 Abschüsse oder so. Ich werde ihn aber dann wohl mit der 3006 schießen.
Ja, je nachdem, wie viele es sind, ne? Ja, das Da kann war. man, wenn einer, wenn vielleicht, wenn es mehrere sind, kann man dann einen mit Bogenfeuer wegnehmen. Voraussetzung ist, dass man natürlich trifft, ne? Bei Kojoten ist das nicht mal ganz so einfach. Kennen wir Alexander, ne? Ja. Ich habe einmal einen versucht mit der Armbrust mit Michelle, da habe ich den vollen ins Hinterbein geschossen, nur. Die liegen aber auch, Peter, die liegen auch. Aber. Da hätten wir bloß noch weiter hinterhergehen müssen. Ich habe einen bloß oben, wirklich oberste Kante, welchen Millimeter höher, der wäre der Pfeil drüber gegangen. Also praktisch nur ein Hautlappen. Genau, nur ein Hautlappen. Die Haare, also ich habe die Pfeilspitze und alles herausgeguckt, aber ja, Pfeilspitze hat alles rausgeguckt oben. Da hat wirklich bloß ein Ding hat sich so eingehakt zwischen den Hautlappen und mehr war wirklich nicht. Ja. Der hat auch gelegen, ist zwar so 150 Meter Rand oder was? Sauer. Jawohl. Jawohl. Am Hochsitz. Ich hätte Okay, geh gesagt, mal. das schießt man mit Bogen, oder? Ja. Schauen erst mal, wie es aussieht. Das ist ein weibliches, also. Ich überlege gerade, Ja, ich werde ein ich Ressiv bin, ja. rein. Ich werde ein Ressiv reinpacken. Boah, Alter, bei mir ist gerade eine Fliege, hau ab. Er hat sich gerade auf meine Brille gesetzt. Das macht es denn immer sehr, sehr gut beim Schießen, wenn du dann so einen schwarzen Fleck auf so hast. Ja, wollen wir jetzt ja warten, oder? Ja. Oder ein bisschen noch. Also, der hat sich gerade vor meinem Bildschirm gesetzt, hau ab. Das ist ein blödes, Machst du doch tot. Nee. Warum nicht? Weil ich keinen Nerv dafür habe, die jetzt zu fangen in der Aufnahme. Ja, wenn du sitzt im Schlaf, hast du keine Zeit oder irgendwas bei dir im Zimmer? Nein, hinter mir alles. Wenn du auf dem Bildschirm sitzt, dann klatscht da zwei, dreimal drauf und dann müsste er eigentlich tot sein. Einfach mit der Faust durch den Bildschirm boxen, ne? Da gibt es doch auch ein Video in YouTube, ne? Ja. Also, das Ding ist, wo eben so ein komisches Ding, so Ding auf einmal rausgeschossen kommt. Und dann hat er dann auch durch den Bildschirm durchgehauen. Also ich hätte gesagt, wir gehen mal auf den Hügel hier hoch und weil ich weiß nicht, wie nah die am Hochsitz schon dran steht. Warte, ich will schon hoch das hin und sag's dir dann. Ja. Warum? Ihr bleibt da auf dem Hügel stehen und ich sage euch, wenn sie dicht am Hochstand stehen, dann könnt ihr zum Stand noch kommen. Ich sehe sie. Echt? Mal langsam zu dir. Ich würde sagen, wir bleiben hier, aber wir gehen nicht mehr zum Hochsitz, das schafft man nicht mehr. Pass auf! Gehen wir jetzt wieder zu. So, Ressivbogen ist schon dabei, ausgepackt zu werden. Hast ja neue gekauft, ne? Den hast du noch gar nicht erwähnt, dass du neue gekauft hast. Ja, den habe ich mir neu gekauft. Aber habe schon etwas geübt damit. Deswegen sollte es eigentlich klappen mit der Sau. Ich würde sagen, mit Bogen, oder? Hätte ich jetzt, weil das Ja, Weibliche. ja. Sonst sind die da unten am Sehen manchmal alle weg wieder. Weil da wollten wir eigentlich hin, ursprünglicherweise. Und wir haben noch 13 Minuten Zeit, immerhin. Muss die Bach aber schnell kommen, du. Ja, alles gut. Pass auf, dann wird Was es ja. waren denn? Es sind zwei Schweine. Eins hat rechts gecallt, nach meinem Headset zu urteilen. Ja. Hier rechts kommt noch eine Bache. Wie schön, wie schön. Da schießt man die mit Bogen. Vom Wind verpasst du. Michelle, hast du Ressiv bei? Nee. Guckt mal links von euch. Was sind da auf der Wiese? Warte, Seite gleich. Maultier, Maultier. Hirsch oder weiblich, ne? Wo denn? Ich sehe es Weiblich, weiblich. Ach da, ja, da. Das ist. Also, wie viel Wild Ja. hier oben drauf ist. Das Schwein ist jetzt auf 61, 60. Jetzt noch nicht mal bewegen, dass er nicht wieder abhaut. Dann lass uns doch alle hinlegen. Dann lass uns doch hinlegen und wenn wir dann nachher, so wie wir es gestern auch gemacht haben mit den ganzen Tieren. Wenn es dann dicht genug dran ist, stehen wir eben neben Bogen in der Hand und stehen wir automatisch in der Hocke. Und dann Feuer frei. Ich habe Angst, dass der andere sau schneller kommt als die Lahmarsche, gell, hier. Ich würde sagen, wir pirschen ein Stück vor. Lass mal vorkriechen ein Stück, weil wenn die jetzt hier auf dem Hügel hochkommt, da ist die so im Schilf, also in diesem komischen Graszeug, da kannst du keinen Pfeil mehr schießen, da kannst du nicht mehr schießen. Zumindest nicht mit dem Bogen oder Armbrust.
Weil die darf für den Hügel nicht hochkommen. Das wäre auch cool, wenn so eine Waffe, wo so ein Pfeil drin ist. Das wäre doch cool, wenn sowas rausbringen tun, wa? wo denn so, was hieß da auch, da so? So 50 Meter mit oder ohne Pass? Okay, warten wir hier. Was denn? Ich sehe sie nicht mehr. Die steht bei mir komplett vor mir im Kraut alles drin. Ja, ja, alles gut. Na, komm hier hoch auf, Michelle, den Berg. Ich würde sagen. Ich sehe die anderen schon. Guck ja, mal da nach rechts. Ja, ganz rechts. Ja, versuch mal die aber zuerst, oder? Ja, ja, klar. 28, wollen wir es versuchen? Jo. Warte, ich muss ich aber Parker Pfeifen nehmen. Ist mir zu riskant jetzt mit dem Ressivbogen. Ja. 28 hast du gesagt, oder? Kojoten! Alter! Ja. Wir müssen uns mal entscheiden, okay. Das ist der. Okay, jetzt oder jetzt. Warte, ich gucke, ich check nochmal Distanz. 23 sagt er. Ja. Okay, können wir? 22, ja, okay. Okay, 3, 2, 1. Alter, scheiße, mein Bogen buggt. Mein Bogen buggt. Scheiße. Die war gut. Jetzt buggt der Parker Pfeifen, Alter, das ist doch assi. Ich wollte gerade schießen und da ging es nicht. Ich klicke so drauf, klick, klick, klick. Ja, das okay, lasst auf Hochsitz gehen. Auf Hochsitz müssen wir jetzt, weil der Kojote, der wird schneller kommen als die Sau. Die Sau ist weg. Nein, die steht da noch. Habt ihr eben noch gesehen? Ich sehe sie nicht mehr. Die ist hinterm Hügel. Siehst du jetzt auch nicht. Ich call mal einmal, ne? Ja, einmal. Da ist er doch schon, da drüben, der Kojote. Echt jetzt? Da drüben rechts. Der kam aber von da, ne? Da, oh, scheiß. Vielleicht sind es mehrere, oder? Dann lass uns offen standen. Ja, komm. Das Schwein können wir gleich liegen lassen, für Futter. Kommt ihr schon ran, frisst liegt die Sau eigentlich. Da ist die zwei, da ist die Sau, das ist auch ein Kojote noch. Ich sehe es gerade gar nicht, da links. Ich glaube auch, das Schwein kommt schneller als der Kojote. Aber auf dem Hochsitz sind wir uns nicht viel bewegen. Oh, sein Kojote. Was hat denn jetzt gecallt? Gar nichts. Wohl? Na, Wanderspur. Mach schnell, dass wir auf uns ankommen. Der Kojote kommt ziemlich schnell zu uns. Und mit was schießen wir den? Mit Bogen. Okay. Ja, ich habe jetzt noch den Ressivball. Alter, wo habt ihr denn die Sau getroffen, dass die noch so blöd? Die ist aber ganz komisch, ne? Bei mir ist die erst runter, hat gelegen und dann ist sie wieder ab. Okay, der Kojote. Ach du Scheiße, von rechts kommt noch einer. Sag ich ja, der von rechts, da muss auch noch einer kommen. Okay, was machen wir da, jetzt? Da kommt noch einer, da hinter dem. Hinter dem Kojoten kommt noch einer. Hinter, in der Senke ist er gerade drin, da kommt gleich hoch. Scheiße, ey. Dann sag du mal, weißt du was? Die werden flüchtig alle, Waffe. Warte, der eine ist nicht flüchtig. Aber jetzt. Alter, flüchtig. Okay, schieß. Keine Chance gehabt mehr bei mir. Da drüben geht einer ab. Scheiße. Ich hab meinen nicht getroffen. Der hat bei mir. Das ist aber gut, dass er jetzt die Luft anhalten tut. Boah, ziehen wir, da wollte er die Luft nicht anhalten. Habt ihr eins getroffen irgendwie? Na. Oh ne, den Kojoten, der da nach rechts abgegangen ist, den habe ich. Na, ne. Ganz knapp vorbei. Hinten. Ich hab vorbei. Auch. Alexander? Na, mal schauen, eher nicht. Okay, dann glaube ich auch nicht. Also ich hab. Okay. Einer hat gebuggt, der ist wie gegen unsichtbare Wand gelaufen, irgendwie. Aber warst du nicht drüber geschossen? Ja, weil ich hab's zwar drauf, aber irgendwie mit einer 9-3. Das nächste Mal nehme ich die 300 damit. Aber die Sau schweißt bei mir nicht, ne? Bei mir auch nicht. Nee, bei mir auch nicht. Ich hab noch keinen Schweiß gefunden, nicht. Aber ihr habt sie voll erwischt. Denk mir, der war weiter vorne. Da ist der Anschluss. Ah, ich hab's hier. Hier ist Anschluss. Hä, wo habt ihr die reingeschossen? Das ist ganz komisch gezeichnet. Also ich meine, die hat so gezeichnet, als wenn ihr Dings getroffen hättet. Wirbelsäule Mitte oder was? Ulterblatt. Wirbelsäule Mitte oder Aorta oder so ein Scheiß. Hier ist erst zusammengesagt, das hab ich auch so gewundert. Zusammengesagt und dann ging sie noch, ich hab gedacht, die liegt. Und dann ist sie wieder hoch und da hab ich dann nochmal nachgeschossen. Da hätte ich sogar gesagt, da hab ich nochmal getroffen. Na, ich renne gerade. Alexander, komm, du hast nichts getroffen. Ich glaube, wir haben alle vorbeigeflaggt, oder? Weil er hätte gelegen bei der 8x57. Ja, hätte ist egal, bei welcher Waffe. Ich habe eigentlich bei meinem gewartet, dass er nochmal verhofft, kurz.
Darauf habe ich eigentlich gewartet. Der macht geradeaus und wenn nach rechts ist? Na, der links ab ist, neben der Sau. Ach nö, der rechte hat Frau Hoff gehabt, ne? Ah, der rechte nicht, ich meine den linken. Ja, aber da wo er Frau Hoff hat, ne, da konnte ich die Luft nicht anhalten, da wollte er die Luft nicht anhalten. Also mit der 300, da hätte ich einen gehabt. Die habe ich am höchsten, ich habe Level 10. Die wackelt nicht im stillen Anschlag. Hey, ihr habt den nur im Körper getroffen, das glaube ich nicht irgendwie. Das geht nicht. Da ja, vielleicht hat man so Schulterblatt getroffen oder irgendwie was. Dafür hat die Sau so komisch gezeigt. Den Schulterblatt zeichnet ja auch nicht so blöder. Irgendjemand hatte 100%ig Wirbelsäule Mitte oder irgendwie was getroffen. Beckenknochen oder irgend so ein Scheiß. Ah, dann wäre die doch nie. Ja, Beckenknochen vielleicht, aber. Also bei mir, ist erst zusammengesagt und dann. Mir auch. Die lag so, da hab ich ja gesagt, die liegt. Ah, Sau liegt. Das ist gut. Ja. Achso, nee, du hast nicht. Ich meine, mein Bogen hat gebackt. Er hatte den wie bei der Armbrust, der Bug, weißt du? Ja, das du nicht mehr machen kannst, denn. So, ich nehme an, ich bin gespannt. Was wir getroffen haben. Also, zweimal Schulterblatt. Alexander Schulterblatt und Michael Schulterblatt. Hat doch gesagt, Schulterblatt. Aber, also Alexander seiner ist gut, ab deiner ist ganz schön fast. Du hast sie fast gekrallt, Michael, wenn du bisher noch geschossen hast. ich hab bis von vorne geschossen. Alexander, ne? Wenn ich dir Tipp geben darf bei der Armbrust. Wenn du eine Sau schießt, hinters Blatt nicht auf, drauf vorne. Ja, weil sonst also gehen die Pfeile. Ich habe das heute mal probiert auf dem Schießstand. Also auf dem Schießstand heute auf diesem Parker Pfeifen Schießstand, da habe ich immer aufs Blatt gehalten, da ging es immer nur ins Schulterblatt. Deswegen halt ich ein bisschen hinter, aber die ist genauso spitz. Ja. Ist genauso spitz gekommen. Ja. Ah, gut, okay, dann ist das scheiße. Man sieht doch den Vorderlauf, siehst du doch so, wo der Ende tut, ne? Ja, und da hältst du einfach, sag mal so, da hältst du 2 cm hinter dir Vorderlauf und dann triffst du meistens eigentlich Lunge. Ich hab so nur spitz von vorne gehabt, also das war scheiße. Fasan hat gecallt, okay. Callt mal jemand Maultier oder so. Mach ich. War ja letztes stand ja auch einer unten. So, wir haben noch 4 Minuten. Aber warum werden die heute alle so flüchtig? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an uns. Ich würde sagen, beim nächsten Mal nehmen wir Geruchsreduzierer mit. Auch wir stinken schon bei Peter. Ich warte mal auf euch hier. Ich warte da unten auf euch. Da kann ich schon mal gucken, ob was draufsteht. Alter, das mit den Slots haben die so blöd gemacht. Finde ich. Da findest du die ganzen Dinger nicht mehr, ne? Ja, aber vorher war es doch auch nicht anders. Doch, da war G zum Beispiel, ist Fernglas. Ne, B war es Fernglas. Oder B, ja. B war es Fernglas? Ja, das ja. Ich habe keinen Bock mehr, das auch wieder umzulegen. Das ist so, nach dem nächsten Dings ist es so und so wieder alles verstellt, dass du mit dem rechten Maustaste Dings hochnehmen tust, Waffe hochnehmen, das ändere ich immer. Das ist scheiße. Ja. Das finde ich kacke. Das ist nicht. Total dämlich. Ja. Malte hier flüchtend. In eine andere Richtung. Sag ich ja. Das sind auch alles Pferden vom Fasan. Super. Also wenn es drauf ankommt, zieht die auch. Wo ist es nicht, ne? An der Seite, ja. Warte mal. Bleib mal. Okay, warte. Stein. Gott, mal Maultier, hörst du nochmal? Ja, warte, ich bin schon bei. Ah, ich glaube nicht. Fasan. Super, ich glaube nicht, dass wir noch was kriegen. Aber das war schon. Das war ein Scheiß, warum die flüchtig wären. Ich glaube, das ist ein Bug irgendwie. Entweder ein Bug oder wir stinken wirklich. Und bei mir leckt das auch total dadurch. Ich mach als nächstes mal, oder Alexander macht mal die Map auf, oder ich, je nachdem, wo wir als nächstes hingehen. Ja. Ja, das ist bei mir auch so, Peter, das leckt bei mir alles. Also, es leckt ja nicht alles, aber das Bild hat geleckt bei mir. Ne, das hat nicht, ja, ich musste dreimal mit der Maus nachziehen, dass ich da einen Meter vorankomme. Das ja, aber. Na, wer soll denn da? Soll ich dann einfach Map aufmachen noch?
Da kommt drauf an, wo wir hingehen, ne? Ah, gut, okay, stimmt. Weil wenn du den Bärfass auf Troppers und Troppers, was war noch? Und Hermendal. Nochmal Bärenfass. Hier ist eben, warte mal, was war das? Pass auf! Peter, ja. Linke fährst du vom Eber, rechts lang. Wir haben noch eine Minute, Michel, also 30 Sekunden. Ich call noch mal, aber ich glaube nicht. Ah, einen Pilz habe ich noch gefunden. Ist ja auch schon mal viel wert, ne? Hey, mein Akku, Leute, vor mir ablegen! Pass auf! Wo ist er? Kommt zu euch! Von wo denn? Wo bist du? Von links! Da ist er! Ach, das mault ja auch kein Kojot. Ach, da doch! Mach ihn tot! Schieß! Nö, da ist bei mir am Boden. Dann schieß einfach drauf! Hier stirbt er! Hast du ihn getroffen? Nein! Oh. Ja, der ist flüssig, wo er flüssig weg ist von mir, da wollte ich ihn schießen. Er wollte aber nicht. Aufnahme ist rum, scheiße. Ja, wo ist denn der lang? Der ist doch nicht nach links lang, der ist nach rechts lang Richtung euch. Nein, links. Ich habe nur zwei Maultiere gesehen, die abgegangen sind. Ja, er ist hier. Von da ist er rechts ab von euch. Gucken, ob ich sie noch sehe. Ah, naja, gut, okay, dann mache ich erstmal Schluss. Ne, wir sehen uns gleich auf der nächsten Map. Ciao.